Guten Tag, ich freue mich, Sie beim PMCF-Webseminar begrüßen zu können. Ich bin Mara Wiese, Senior Consultant bei der Gempex GmbH mit dem Schwerpunkt Qualitätsmanagement und Kombinationsprodukte. Ja, mein Name ist Philipp Stockmann. Ich bin ebenfalls Senior Consultant bei der Gempex GmbH und habe hier den Schwerpunkt Regulatory Affairs. Und ich werde Sie jetzt anfangen, durch das Webinar zu führen und werde zunächst mit den Inhalten anfangen. Ich würde Sie gerne zunächst durch die Inhalte führen. Fangen wir zunächst damit an, Allgemeines zum PMCF zu sagen. Danach gibt es einige Informationen zu technischen Daten. Im Anschluss daran erklären wir Ihnen einen PMCF-Plan im Detail und werden danach noch kurz auf PMCF-Studien eingehen. Folglich werden wir danach, haben wir einen kleinen Ausblick, der von Maren vorgestellt wird, um dann die Session mit einem kleinen Question and Answer zu beenden. Genau. Ja, durch die EU-MDR wird der Fokus immer mehr auf klinische Daten gelegt, unter anderem auch auf das Post-Market Clinical Follow-up. Und Philipp wird jetzt erstmal erklären, was genau Post-Market Clinical Follow-up ist. Genau, bei dem Post-Market Clinical Follow-up, kurz PMCF, reden wir eigentlich voll schwerpunktmäßig von einer Sammlung klinischer Daten aus dem alltäglichen praktischen Gebrauch eines Medizinproduktes. Und das hat zum Ziel, den Nutzen eines Medizinproduktes kontinuierlich zu belegen und bisher unbekannte Risiken zu identifizieren. Das dient dem Zweck, eine systematisch klinische Daten zu sammeln und die klinische Bewertung dann noch im Endeffekt auf Basis dieser Daten unter anderem auch zu aktualisieren. Grundsätzlich kann man sagen, das PMCF zählt zum Post-Market Surveillance und ist auf jeden Fall auch verpflichtend laut der EU-MDR. Wichtig hierbei ist auch zu erwähnen, dass es unabhängig der Risikoklasse für alle Produkte notwendig ist. Ja, früher haben wir diese Auswertung in diesem Maße nicht gebraucht. Warum macht man Post-Market Clinical Follow-up jetzt? Also die Ziele des Post-Market Clinical Follow-up zielen darauf an, die klinische Leistung eines Produktes zu bestätigen. Des Weiteren sollen bereits identifizierte Risiken, also die Vertretbarkeit bereits identifizierter Risiken, weiter gewährleistet werden. Außerdem, ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass neue Risiken in Verbindung mit dem Produkt identifiziert werden sollen, um einfach fortlaufend das Nutzen-Risiko-Verhältnis eines Produktes zu evaluieren und gegebenenfalls neu zu bewerten. Ein weiterer wichtiger Aspekt vom PMCF ist auch, möglichen Off-Label-Use zu identifizieren, um dann bei dem Produkt unter Umständen die Zweckbestimmung anzupassen. Grundsätzlich kann man sagen, dass wichtig ist auch, dass hierdurch aktuelle kritische Daten aus dem praktischen Gebrauch gewonnen werden sollen. Im Gesamten kann man sagen, dass diese Prozesse darauf abzielen, die klinische Bewertung über den kompletten Produktlebenszyklus eines Produktes zu aktualisieren. Klinische Daten scheinen ja ein essentieller Bestandteil des PMCFs zu sein. Warum muss man sie aktuell halten? Genau. Aktuelle klinische Daten werden insofern benötigt, als dass es zum einen natürlich von der EU-MDR gefordert wird, aber es kann natürlich auch sein, dass damals herangezogene klinische Daten nicht mehr ausreichend oder einfach zu alt sind und dementsprechend unter Umständen nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen. Außerdem muss man hier auch anmerken, dass die Anforderungen an Äquivalenzprodukte gestiegen sind. Genau genommen nicht durch die EU-MDR, sondern erstmalig wird das in dem MedDev-Dokument 2.71 in der vierten Revision aus 2016 so festgelegt. Es ist jetzt aber in der MDR auch nochmal festgeschrieben und verankert worden. Und die EU-MDR fordert halt ein Monitoring des Produktes über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Und von daher ist es insofern einfach notwendig. Okay, das PMCF scheint eine Schnittstelle zum PMS-Prozess zu haben. Wie sieht diese aus und genau wie stellt man sicher, dass dadurch die klinischen Daten aktuell bleiben? Also genau, da das PMCF sehr eng an das PMS gekoppelt ist, verweist in der Regel der PMS-Plan auch bereits auf das PMCF. Und die Erkenntnisse auch aus dem PMS und auch aus dem PMCF fließen hinterher dann weitergehend in das Risk Management oder in das Risikomanagement ein und letztendlich dann natürlich auch in die klinische Bewertung.
Du hast im bevor gesagt, dass die Anforderungen an Äquivalenzprodukte gestiegen sind. Inwiefern haben sie sich denn geändert? Genau, also hierbei ist wichtig zu beachten, dass Äquivalenzprodukte nach derzeitigem Stand drei Aspekte erfüllen müssen. Und hier reden wir zum einen davon, dass die technische Äquivalenz gegeben ist, danach noch die biologische Äquivalenz und außerdem muss auch eine klinische Äquivalenz gewährleistet werden. Wenn einer dieser drei Aspekte nicht nachgewiesen werden kann, kann das Produkt nicht mehr als Äquivalenzprodukt herangezogen werden. Wichtig hierbei ist auch zu erwähnen, mit der technischen Äquivalenz sind die physischen Eigenschaften des Medizinproduktes gemeint. Die biologische Äquivalenz bezieht sich auf die Materialien und die Biokompatibilität. Und die klinische Äquivalenz bezieht sich dann auf den klinischen Gebrauch bzw. die Zweckbestimmung des Produktes. Und alle drei Aspekte müssen halt von dem Äquivalenzprodukt nachweislich mit dem zu evaluierenden Produkt übereinstimmen. Okay, wir haben jetzt verstanden, warum man klinische Daten braucht. Aber was genau versteht man denn unter klinischen Daten? Genau, hier wollen wir kurz eine Definition anführen, weil klinische Daten jetzt in der MDR klar definiert sind. Das war vorher nach MDD nicht so direkt der Fall. Und unter klinischen Daten verstehen wir laut Definition der EU-MDR die Angaben zur Sicherheit oder Leistung, die im Rahmen der Anwendung eines Produktes gewonnen werden und aus folgenden Quellen stammen können. Hierbei handelt es sich zum einen dann um klinische Prüfungen des betreffenden Produktes, des Weiteren klinische Prüfungen oder sonstige in der wissenschaftlichen Fachliteratur wiedergegebene Studien über ein Produkt, dessen Gleichartigkeit, wie sind aber die Äquivalenzprodukten, nachgewiesen werden kann. Oder, und das ist jetzt unser wichtiger Aspekt, klinische relevanten Angaben aus der Überwachung nach dem Inverkehrbring, insbesondere aus der klinischen Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbring, also dem PMCF. Wie beschaffe ich denn klinische Daten von meinem Produkt? Klinische Daten von dem Produkt können aus verschiedenen Quellen stammen. Wie eben schon erwähnt, zum einen aus klinischen Prüfungen bzw. klinischen Studien, des Weiteren aus klinischen Prüfungen von eben Vergleichsprodukten oder halt aus den Daten, die aus dem Post-Market Clinical Follow-up erhoben werden. Eine weitere Möglichkeit kann gegebenenfalls die klinische Studien von früheren Versionen des entsprechenden Produktes sein und die können unter Umständen herangezogen werden. Aber hier ist es wichtig zu sagen, dass es unter Umständen nur das PMCF als Alternative, also als derzeitige Alternative gibt, um klinische Daten zu sammeln, um klinische Studien einfach in dem Sinne zu umgehen und auch eine EU-MDR-konforme klinische Bewertung zu erstellen. Das sind jetzt ja viele unterschiedliche Methoden, klinische Daten zu sammeln. Wann mache ich eine klinische Studie, wann mache ich eine PMCF-Studie und wann sammle ich kontinuierlich Daten durch PMCF? Also diese Frage ist schwierig pauschal zu beantworten. Hier geht es immer darum, wie man das fallweise bewerten kann. Und wichtig ist, vor allem eine Datenlage zu beachten. Eine PMCF-Studie macht zum Beispiel meistens Sinn, wenn kein Äquivalenzprodukt mehr herangezogen werden kann. Und auch wenn keine klinische Studie vorliegt, ein kontinuierliches PMCF reicht häufig aus, wenn eben entweder ein Vergleichsprodukt herangezogen werden kann oder eben eine klinische Studie für das Produkt vorliegt. Was hier auch noch zu erwähnen ist, selbst wenn eine klinische Studie vorliegt, entbindet das natürlich nicht von der Pflicht, das PMCF durchzuführen. Das muss in jedem Fall, Prozesse einfach eingeleitet werden. Okay, welche Aktivitäten zählen denn sind Input zum PMCF? Also zu PMCF-Aktivitäten zählt zum einen Beurteilung von entsprechenden nationalen öffentlichen Registern mit klinischen Daten einfach von einem Vergleichsprodukt oder einem Äquivalenzprodukt. Selbstverständlich zählen zu PMCF-Aktivitäten auch die PMCF-Studien. Aber auch vor allem Nachweise, die direkt aus dem Feld kommen. Hier reden wir von Real-World-Evidence, die einfach die klinische Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Produktes bestätigen. Im Weiteren kann auch Umfragen zu einem zu evaluierenden Produkt herangezogen werden, was dann zum Beispiel Fragebögen sein können, die vom Klinikpersonal im Endeffekt ausgefüllt werden. Der PMCF-Prozess ist ja nicht der einzige Prozess, der sich mit klinischen Daten beschäftigt. Wie integriert sich dieser Prozess in die anderen QMS-Prozesse und wo sind da Abgrenzungen?
Also wir haben ja eingangs schon erwähnt, dass das PMCF generell auch zum Post-Market-Surveillance zählt. Hier ist mal wichtig zu erwähnen, dass zunächst ein PMCF-Plan erstellt wird. Aus diesem wird ein Bericht erstellt und dieser Bericht geht dann in die klinische Bewertung mit ein, um diese fortlaufend zu aktualisieren. Aber wichtige Schnittstellen hierfür ist natürlich auch immer noch das Risikomanagement, je nachdem, was für Situationen, was für Risiken unter Umständen neu identifiziert werden. Generell kann man sagen, der größte Unterschied zwischen dem PMCF und dem PMS ist vor allem, dass im PMS eher reaktiv Daten erhoben werden, also durch Rückmeldungen von Kunden oder Kundenreklamationen vor allem, durch KAPAs, die eingeleitet werden oder auch durch Kundenfeedback. Und im PMCF werden eher proaktiv Daten erhoben, um einfach Risiken zu identifizieren, bevor sie eigentlich auftreten. Okay, jetzt haben wir verstanden, wie das PMCF ins QMS eingebettet ist. Was ist oder was steht jetzt genau im PMCF-Plan? Also hier haben wir eine Definition vorbereitet aus einem MDCG-Guidance-Dokument zum PMCF-Plan. Also dieser Plan, diese Definition sagt, dass der Plan die Methoden und Prozeduren spezifiziert, vom Hersteller und proaktiv klinische Daten von bereits CE gekennzeichneten und in Verkehr gebrachten Medizinprodukten im Rahmen seiner Zweckbestimmung im oder am Menschen zu sammeln und zu bewerten. Also hier geht auch ganz klar wieder hervor, dass die kontinuierliche Überwachung des Produktes einfach im Vordergrund steht. Okay, warum erstelle ich einen PMCF-Plan und was sind seine Ziele? Genau, die Ziele des PMCF-Plans sind eigentlich logischerweise vergleichbar mit den generellen Zielen des PMCFs. Hier wollen wir natürlich die klinische Leistungsfähigkeit und Sicherheit des Produktes fortlaufend bestätigen und außerdem auch bisher unbekannte Nebenwirkungen und Risiken oder Kontraindikationen identifizieren. Und vor allem geht es auch darum, Risiken auf Grundlage von Tatsachenbeweisen zu identifizieren, die halt aus dem klinischen Alltag dann entspringen. Wichtig ist auch zu sagen, dass die Gewährleistung der anhaltenden Akzeptanz des Risiko-Nutzen-Verhältnisses natürlich auch im Vordergrund steht. Und der letzte sehr wesentliche Punkt in diesem Bereich ist, einen möglichen Off-Label-Use zu identifizieren, um einfach zu überprüfen, ob der entsprechende Verwendungszweck des Produktes gegeben ist. Aber wie gesagt, das sind generell die gleichen Ziele vom Plan, die auch das generelle PMCF verfolgt. Hierbei ist noch wichtig zu erwähnen, das habe ich jetzt fast vergessen, dass der Ablauf hierbei generell ist, dass zunächst der Plan erstellt wird. Aus diesem Plan geht im Anschluss daran ein Bericht hervor, also ein PMCF-Bewertungsbericht. Und wie gesagt, dieser geht dann in der Regel in die fortlaufende Aktualisierung der klinischen Bewertung ein. Und da diese Teil der technischen Dokumentation ist, haben wir hier wieder ein rundes Gesamtbild im Endeffekt, dass die ganzen Prozesse im Endeffekt miteinander verknüpft sind. Die Ziele waren jetzt ja sehr generell formuliert, kann man sagen. Was bedeutet das denn jetzt wirklich konkret? Also wie strukturiere ich meinen PMCF-Plan und worauf sollte man achten? Das Ziel des PMCF-Plans ist natürlich die systematische Datenerhebung aus dem klinischen Alltag. Und hierzu ist der PMCF-Plan in insgesamt 7 Abschnitte unterteilt, wie wir ihn noch gerade zeigen. Diese 7 Abschnitte sind von A bis G durchnummeriert und beinhalten Angaben zum einen natürlich zum Hersteller. Der zweite Punkt beschäftigt sich dann mit der Spezifikation des eigentlichen Medizinproduktes. Und der Punkt C ist bezogen auf die Aktivitäten in Bezug auf das PMCF, die dann da konkret benannt werden sollen. Im nächsten Abschnitt verweist der PMCF-Plan auch auf die in der technischen Dokumentation relevanten Abschnitte. Und dann werden aber auch nochmal im Abschnitt E die klinischen Daten bezogen auf Äquivalenzprodukte oder gleiche Produkte bewertet, um im nächsten Abschnitt dann auch nochmal auf anwendbare gemeinsame Spezifikationen und harmonisierte Normen zu verweisen und auch entsprechende Guidance-Dokumente. Und der letzte Abschnitt ist dann die Timeline, um einfach nochmal festzulegen, wann voraussichtlich der erste Wertungsbericht vorliegt und wie oft dieser aktualisiert werden muss. Wichtig ist, wollen wir gerne erwähnen, dass wir Ihnen im Anschluss an dieses Webinar 2 Templates zur Verfügung stellen werden, die ausfüllbar sind, um einfach den PMCF-Plan dann, sofern Sie es wünschen, mit Leben zu füllen.
Genau, damit können Sie dann hoffentlich gut arbeiten. Gut, wenn wir dann direkt zum ersten Abschnitt A kommen, zu den Kontaktdaten, was sind die Minimalkontaktdaten, die man für den Hersteller geben muss? Also zum einen beschäftigt sich dieser Abschnitt natürlich mit dem Namen des Legalherstellers, außerdem wird die Adresse angegeben. Und ein wichtiger Punkt ist auch die SRN. Hierbei handelt es sich um die Single Registration Number. Diese wird aus der EUDAMED-Datenbank generiert, beziehungsweise Wirtschaftsakteure müssen sich ja hier registrieren und im Zuge dieser Registrierung erhält man diese Nummer. Des Weiteren muss auch die PRC, also die Person Responsible for Regulatory Compliance, in diesem Abschnitt benannt werden. Hierbei handelt es sich um, nach MDD war es früher der Sicherheitsbeauftragte, der jetzt im Zuge der MDR einen anderen Namen und auch noch weitere Verantwortlichkeiten hat. Und danach dann noch generelle Angaben wie E-Mail, Telefon, die, denke ich, selbstverständlich sind. Wichtig ist hier auch noch zu erwähnen, dass sofern der Hersteller nicht in der EU sitzt, müssen hier auch noch die Kontaktdaten des Bevollmächtigten angegeben werden, mit einer Kontaktperson, auch E-Mail und dem Namen. Okay, dann kommen wir direkt zum nächsten Abschnitt. Da geht es um das Medizinprodukt an sich. Welche Minimalangaben sollte man hier geben? Genau, in diesem Abschnitt soll natürlich der Produktname erwähnt werden und auch das Modell. Des Weiteren soll eine allgemeine Beschreibung des Produktes angegeben werden und weitere Daten beinhalten generell die klinischen Angaben, also Indikation, Kontraindikation und auch die Zweckbestimmung des Produktes, sowie Warnungen werden hier auch angegeben. Wichtig ist, hier wird auch die Basis-UDI-DI angegeben, welche vom Hersteller quasi festgelegt wird. Und im weiteren Verlauf muss man auch eine CMD-Nummer hier an diesem Punkt angeben. Bei der CMD-Nummer handelt es sich um die EMTN-Codes, die jetzt für die EUDAMED-Datenbank neu sind. Hier, diese Codes sind vergleichbar mit damals zum Beispiel den UMDNS-Codes oder auch im internationalen Bereich mit den GMDN-Codes. Hier ist ein bisschen schade, dass die EU-Kommission sich dann für ein neues System entschieden hat. Es wäre angenehmer gewesen, wenn einfach GMDN-Codes zum Beispiel für den internationalen Vergleich genommen werden. So hat man jetzt schon wieder, zwei verschiedene Codesysteme im nationalen, also im europäischen und im internationalen Bereich. Aber das wird jetzt leider einfach so festgelegt. Wichtig ist auch noch, falls es sich um ein neuartiges Produkt handelt, werden hier auch noch Daten dazu angegeben. Okay, dann kommen wir jetzt zu einem richtig interessanten Abschnitt über die PMCF-Aktivitäten. Wie wähle ich die aus und was genau muss man da definieren? Also genau, das ist jetzt eigentlich der Kernabschnitt des Plans. Hier wird spezifiziert, welche Aktivitäten festgelegt wurden. Die Auswahl hängt sehr stark von der vorhandenen Datenlage ab, also zum Beispiel, ob vorhandene Studien, klinische Studien vorhanden sind oder ob Äquivalenzprodukte auch herangezogen werden. Des Weiteren wird die Aktivität beschrieben und wichtig ist auch, dass an diesem Punkt schon klar ein Ziel der Aktivität festgelegt wird. Hiermit sind zum Beispiel neue Risiken oder Identifizierung neuer Risiken gemeint oder Identifizierung von möglichen Off-Label-Use, wenn da schon ein Verdachtsfall besteht. Und die Rückmeldung in diesem Fall kann auch sehr variieren. Hier kann zum Beispiel schon eine PMCF-Studie angegeben werden, aber wenn die Datenlage gut ist, kann das auch einfach über Fragebögen abgehandelt werden. Okay. Der nächste Abschnitt handelt ja über die technische Dokumentation. Wie identifiziere ich dann jetzt die Teile, die da referenziert werden müssen? Genau. Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass man nicht die komplette technische Dokumentation angibt, sondern wirklich nur die bezogen auf das PMCF relevanten Abschnitte hiervon. Und wie bereits vorher erwähnt, ist hierbei vor allem das Risk Management und die klinische Bewertung gemeint. Und hier soll aber spezifisch auf die Abschnitte in den beiden Dokumenten referenziert werden, welche relevant für das PMCF sind. Sofern keine Abschnitte in den Dokumenten vorhanden sind, die relevant sind, kann das auch angegeben werden. Es muss aber in diesem Fall begründet werden und unserer Auffassung nach wird das in den wenigsten Fällen möglich sein. Von daher sollte man davon ausgehen, dass man hier immer auf die entsprechenden Dokumente verweisen sollte.
Der nächste Abschnitt handelt ja über Äquivalenzprodukte. Wenn man jetzt klinische Daten basierend auf Äquivalenzprodukten erhebt, wie dokumentiere ich das und vor allen Dingen, wie bewerte ich es auch? Genau, hier haben wir, wie gesagt, einen extra Abschnitt. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass in diesem Abschnitt vorwiegend sich auf die klinische Äquivalenz bezogen wird. Sofern ein Äquivalenzprodukt angegeben werden wird, sollte es halt über die komplette technische Dokumentation konsistent angegeben werden. Auch wenn hier nur auf die klinische Äquivalenz referenziert wird, muss das Produkt natürlich alle drei Aspekte der Äquivalenz erfüllen. Somit reicht es nicht, wenn man nur ein klinisches Äquivalenzprodukt hat. Es muss halt schon auch von der technischen und der biologischen Seite dem Vergleichsprodukt einfach entsprechen. Die Bewertung erfolgt hinterher in der klinischen Bewertung über den PMCF-Bericht im Endeffekt. Und wichtig ist hier, mit einem passenden Äquivalenzprodukt kann natürlich auch der Stand der Technik des Produktes begründet werden, um einfach nachzuweisen, dass es dem Stand der Technik entspricht und sicher in der Anwendung ist. Gut, dann kommen wir zum nächsten Abschnitt, die regulatorischen Vorgaben. Welche müssen beachtet werden und wie dokumentiert man das? Genau, hier verweisen wir auf anwendbare gemeinsame Spezifikationen, harmonisierte Normen oder entsprechende Guidance-Dokumente. Wir sind gerade leider eine Folie für Sie zu weit, das werden wir zum ändern. So, genau. Wichtig ist hierbei auch zu erwähnen, dass wir derzeit leider noch keine gemeinsamen Spezifikationen haben, die angegeben werden können und harmonisierte Normen ja derzeit auch noch eher wenig vorhanden sind im Zuge der EU-MDR. Das Einzige, wo man diesen Punkt gut mit Leben füllen kann, sind eigentlich derzeit die Guidance-Dokumente bezogen auf das PMCF. Aber wir gehen stark davon aus, dass gerade dieser Punkt in naher Zukunft mit mehr Leben gefüllt werden kann und deswegen nicht so schwerlich besetzt werden muss. Okay, dann kommen wir zum letzten Punkt des Plans und da geht es um den PMCF-Bewertungsbericht. Was muss hier genau festgelegt werden? Genau, dann soll eine Zeitschiene angegeben werden, um einfach nochmal zu spezifizieren, wann der erste Bericht oder wann der Bericht vorliegen soll. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass der PMCF-Bewertungsbericht wenigstens jährlich erstellt wird. Aber unter Umständen, je nach Produkt, kann es auch sein, dass er quartalsweise erstellt werden muss. Das hängt immer von der Risikoklasse des Produktes im Endeffekt ab. Die Daten aus diesem Bericht fließen auch ganz klar nach Anhang 14 der EU-MDR in das Risikomanagement und die klinische Bewertung ein. Und sofern aufgrund des Berichts Maßnahmen ergriffen werden müssen, müssen natürlich auch entsprechende Präventiv- und Korrekturmaßnahmen umgesetzt werden. Okay, wenn man jetzt den PMCF-Plan ausgefüllt hat und er vorliegt, wie erkenne ich, ob meine klinischen Daten ausreichend sind oder nicht? Ja, dieser Punkt ist derzeit leider noch sehr schwierig zu beantworten, da die Medizintechnikindustrie sich gerade stark im Umbruch befindet. Klassischer Grund, dass die klinischen Daten nicht mehr ausreichen, ist zum Beispiel, wenn einfach das Äquivalenzprodukt wegfällt und nicht mehr nachgewiesen werden kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt hierbei ist aber zum Beispiel auch, wenn das Produkt einen Design Change durchgeführt wurde, wodurch da zum Beispiel die Zweckbestimmung geändert wird. Da kann es natürlich auch sehr schnell sein, dass die klinischen Daten, die damals herangezogen werden, einfach nicht mehr angemessen sind und dementsprechend wegfallen. Wichtig ist, zukünftig wird es hier wahrscheinlich auch klarere Abgrenzungen geben. Das ist aber derzeit noch schwierig, weil einfach die gemeinsamen Spezifikationen fehlen, weil es derzeit auch noch nicht ausreichend viele MDCG-Guidance-Dokumente in diesem Bereich gibt. Und in der Eudamed-Datenbank wird man zukünftig wahrscheinlich auch viele Daten anziehen können, die darauf hinweisen können, ob die Daten ausreichen oder nicht. Also im Moment empfehlen wir in diesem Bereich ganz klar, sich eng mit dem benannten Stelle abzustimmen, weil die derzeit die einzigen sind, die hierzu auch eine fundierte und angemessene Aussage treffen können. Was mache ich denn, wenn jetzt im Gespräch mit dem Notified Body herauskommt, dass die klinischen Daten nicht ausreichen? Also wenn das der Fall ist, dann ist es unter Umständen die einzige Möglichkeit, eine PMCF-Studie durchzuführen.
Und sollte das notwendig werden, empfehlen wir aber auch, das ganz klar mit dem Ansteller abzustimmen, um einfach einen unnötigen Aufwand hier zu vermeiden, weil eine PMCR-Studie natürlich auch immer mit relativ viel Aufwand und hohen Kosten verbunden ist. Und dass man sich da nicht quasi zu viel Arbeit macht, obwohl man an der Stelle vielleicht noch einen anderen Weg sieht, damit die klinischen Daten dann doch hinterher belastbar genug sind und ausreichend. Was sind denn die Vorteile einer PMCF-Studie? Genau, PMCF-Studien haben gegenüber generellen präklinischen Studien einige sehr große Vorteile. Einer der wesentlichsten Punkte hierbei ist, dass die Stichprobengröße natürlich wesentlich größer ist, einfach aus Grund der Tatsache, dass wir hier immer von einem bereits CE gekennzeichneten Produkt reden, was bereits im Verkehr ist und kein Produkt, was erst das Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen soll. Das primäre Ziel von einer PMCF-Studie ist, zu bestätigen und dies dann einfach in einer größeren Stichprobe und weniger kontrollierten Stichprobe. Wir wollen hier einfach echte Daten aus dem Feld haben, wie es im klinischen Alltag angewendet wird. Im Weiteren kann in einer PMCF-Studie aber natürlich gut ein möglicher Off-Label-Use identifiziert werden. Und wenn man diese Studie natürlich entsprechend aufsetzt. Und weitere Ziele könnten aber auch noch sein, dass man die Rückerstattung zum Beispiel der Krankenkassen besser belegen kann, indem man einfach den Stand der Technik nochmal fundiert darlegt und einfach mit einer PMCF-Studie dann der Krankenkasse unter Umständen auch zeigen kann, dass das Produkt einfach einen hohen Nutzen im klinischen Alltag hat, um einfach diese Akzeptanz dann auszuweiten. Theoretisch ist auch eine Erweiterung der Zweckbestimmung möglich. Hier müssen wir nur ganz klar aufpassen, dass wir das eventuell auch mit der benannten Stelle abstimmen, um einfach keine Probleme da hinterher zu verursachen, die unüberschaubar sind und dann unter Umständen sogar einen Zertifikatsverlust herbeizuführen, wenn das nicht klar kommuniziert ist. Die Datenerhebung einer klinischen Studie kann auch variieren, zum Beispiel einfach mit elektronischen Fragebögen oder einfach ganz normalen, einfachen verwendeten Fragebögen. Das ist jedem relativ freigestellt. Wichtig ist bei einer PMCF-Studie, wenn diese durchgeführt wird, dass die auch entsprechend der ISO 14.1.5 durchgeführt wird, weil das einfach der gültige Standard einfach für Studien derzeit ist. Ja, ich bedanke mich erstmal recht herzlich, dass Sie dabei waren. Wir sind ja den PMCF-Plan gemeinsam durchgegangen. Den werden wir Ihnen auch nochmal zukommen lassen, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache und natürlich in einer Word-Version, dass man sie auch nutzen kann. Ich bedanke mich erstmal für das Zuhören und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und dann hoffen wir, Sie bald persönlich kennenlernen zu können oder am Telefon.